Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Ja, wir sind jetzt aus der Kanalisation wieder draußen. Wir haben jetzt hier ein bisschen wieder was an Loot, was wir noch mitnehmen können. Die ein oder andere Kiste. Und ich habe es gerade schon gesehen, wir haben ja eine... Oh cool, nicht schlecht, ein Handy zu herausgekriegt. Nehmen wir mal Licht an. Wir haben eine Quest bekommen, die habe ich aus Versehen das letzte Mal oder vorletzte Mal oder vorvorletzte Mal angenommen, wo es darum ging, dass wir... Hier ist keiner. Dass wir Wasser anstellen sollten. Und da wir die gleich mehr oder weniger ein Teil... Das ist das Ding leer. Da hier ein Teil um Eck oder ums Eck gerade liegt, würde ich das Ganze vielleicht einmal ganz kurz machen wollen. Die Quest besteht sowieso aus mehreren Teilen. Ich frage mich gerade, wieso ist hier kein Loot drin? Ich meine, das ist eine neue Aufnahmesession. Das heißt, ich habe das Spiel gerade neu gestartet. Normalerweise respawn dann der Loot im Normalfall. Hat er jetzt aus irgendeinem Grund nicht getan, aber okay. Wir werden hier einmal schnell die Quest annehmen, beziehungsweise den Wegpunkt hier abschließen. Stellen Sie das Wasser in der Nähe der Kanalwasserfälle an. Das werden wir einmal machen. Wir sollen zwar hier, ja, letztendlich in der kompletten Stadt verteilt, sollen wir das Wasser anstellen. Ich glaube allerdings, wir werden das lassen und werden uns nach wie vor erstmal wieder wirklich auf die, ja, Hauptstory oder Mainquest konzentrieren in dem Game. Und vielleicht irgendwann dann später mal dementsprechend nachrücken. Ich muss auch mal wieder schauen. Ich hoffe, dass bei der Folge jetzt der Ton auch wieder halbwegs stimmt. Ich hatte mal wieder das Problem, das übliche Problem. Ich habe ja mittlerweile aber meine Einstellung soweit gespeichert. Nur leider nicht mit dem neuen Mikro, da ich nicht selber dran gedacht. Ja, es gab wieder mal ein Windows-Update oder irgendwas anderes. Ein Update auf jeden Fall, was mir meine komplette Soundeinstellung vernichtet hat. Bei Windows nämlich, bei den Windows-Sounds. Der Pegel meines Mikros war so zwischen 50 und 60. Ich weiß leider nicht ganz genau, wie er war. Aber irgendwas in dem Dreh war es auf jeden Fall. Na komm, das lassen wir. Und ja, der stand auf einmal auf 94 und ich habe mich schon wieder gewundert in der Aufnahme, was denn da los ist. Ich habe es Gott sei Dank rechtzeitig diesmal gemerkt. Das heißt, ihr werdet verschont in den Ton. Na hallo? Laut hier. So, wir balancieren jetzt hier erstmal hier oben drauf. Man sieht, die Stadt hier ist auch abgeriegelt. Mit diesen, ja, Betonmauern, Pfeilern, wie auch immer man das nennen möchte. Hier hinten ist auch das Stadion, wo man mit dem DLC rein kann. Und ja, wir werden jetzt einmal an die Ecke hier rangehen. Wo kommen denn die eigentlich her? Ich war komplett leise, aber okay, gut. Auch nicht. So, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal weiter, machen mal die Quest hier als kleine Zwischenquest. Das müsste hier irgendwo dann auch am Rand dementsprechend sein. Ich hoffe nur, dass ich jetzt irgendwie nach da unten komme. Lässt du mich? Ich will da... Gut, dann halt dahin. Er lässt mich leider nicht an Boden, dann... Okay, das tat ein bisschen weh. Neuwendigkeit, sehr cool. Den Skillpunkt können wir eigentlich dann gleich vergeben. Ja, ich liebe den Murfagenarm, da bekommen wir wirklich relativ zügig voran. Da war gerade Geld bei der Ampel, cool. Wäre rot gewesen, wäre ich sogar stehen geblieben. So, wir können mal eine Autobombe zünden. Ist ganz cool, weil die Zombies rennen jetzt alle wie blöde zu dieser Autobombe und gleich wird es Boom machen. Ich bin wahrscheinlich auch so nah dran, oder? Oh ne, die ist leider nicht explodiert. Das war eine Fehlzündung. Weil normalerweise explodiert dann das Auto und sprengt alle Zombies auch dementsprechend halt weg. Was ganz cool ist. In dem Gebäude. Okay, jetzt bin ich ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Komme ich hier irgendwie... Das ist nur eine rote Tür. Oh, aber eine rote Tür, wo die... Normalerweise sind die roten Türen nur von innen so öffnet, sage ich. Was ist denn schon wieder einer? Alter, wo kam der her? Oh, ich höre Eastmänner. Ach so, weil auf der Seite... Wie sinnlos ist das denn? Aber okay. Gut, dann ist es halt so. Normalerweise sind die roten Türen nämlich nur welche, die man von innen aufkriegt. Da war jetzt außen die Scharniere waren da außen dran. Ein bisschen seltsam. Aber okay. Kommen wir hier irgendwie... Ich glaube aber, wir kommen hier gar nicht runter. Die Frage ist, wie komme ich in dieses Gebäude rein? Eine Schnur. Und ich höre Rais Männer. Und zwar nicht mal zu knapp. Wo denn? Ah, da hinten. Ah ja, meine schöne Schrotflinte, die ich mittlerweile zu lieben gelernt habe. Da bist du ja. Oh. Hä? Was heißt hier, da bist du ja? Wo denn? Ah, da! Mahlzeit! Okay, irgendwo ist noch... Oh, ein Arsch! Ja.
Tschüss. So, irgendwas hat mich jetzt auch nochmal getroffen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was, aber ich muss es, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen rein. Hallo, was ist denn mit der kaputt? Ich hatte auch teilweise schon wieder das Problem mit irgendwelchen Überzombies. Das war in der letzten oder vorletzten Folge, war es das, glaube ich, der Fall. Wo ich ein halbes Magazin in einen reingeballert habe. Kopfschüsse allen drum und dran, es war alles dabei. Und der hat es trotzdem überlebt. Und ich weiß nach wie vor nicht, wieso. Ich muss tatsächlich von da unten rein? Das wäre schlecht. Ich würde den nächsten schnellen. Ernsthaft? Nee, man muss so... Alter, wie viele sind das? Und ich habe keine Ausdauer mehr. Genau im richtigen Zeitpunkt wieder. Ernsthaft? Nee, das sind langsame. Das ist schneller. Aua. Hörst du auf. Wo geht's denn hier rein? Bitteschön. Ruhe. Wenn die Kartoffel redet, haben die Pommes den Mund zu halten. Alter. Oh, cool. Okay, man kann reinrutschen. Muss sie, Alex, doch gar nicht. Sie müssen Crane sein. Ah. Dank der Kameras kann ich Sie sehen. Genau. Ich heiße Crane. Kommen Sie mit dem Fahrstuhl ins unterste Stockwerk. Okay. Ja, okay. Wollte gerade sagen. Ruft ihr mir in den Fahrstuhl oder was ist da los? Cool ist, die Zombies kommen hier nicht rein. Weshalb auch immer. Oh, jetzt rennen die hin. Ich hätte gerne, ehrlich gesagt, mal wieder eine Waffenmodifikation, aber ich glaube, das sieht schlecht aus für uns im Moment. Und ich glaube, nur die Schnellen würden hier reinkommen, wenn er mich denn sehen würde. Ich bin mal gespannt. Ich kann mich nicht an diese Mission erinnern. Ich habe ja relativ viel Dying Light gespielt. Mittlerweile habe ich beim Game über 100 Stunden auch bei Steam drauf. Ist eigentlich eine ganze Menge für ein Computerspiel. Mit Forschungsergebnissen hat Dr. Campen ja, den müssen wir auch noch abgeben, das ist unsere Hauptquest, die wir nach wie vor noch verfolgen müssen. Und ja, ich weiß so ein bisschen was, wie es in dem Spiel abgeht und so weiter. Das sieht man, glaube ich, an meiner Spielweise. Und wir werden ab... Ja, es tut mir so leid. Wir waren davon begeistert, den Virus studieren zu können. Die großzügige Bezahlung des GRE war natürlich auch nicht übel. Übrigens läuft die Einrichtung mit Notstrom. Nur die wichtigsten Systeme sind aktiv. Für mein letztes Experiment benötigte ich sehr viel Energie, was zur Überhitzung der Generator... Moment. Wo sind wir denn gelandet? Ah, wir sind in diesem Zusatzgebiet oder was? Mit der Kanalisation und allem drum... Hä? Moment. Ah, wie jetzt? Finden Sie einen Weg, Sie mit Camden in der Verbindung... Ach so, nein! Fehlinformation meiner Seite. Folgendermaßen, und zwar wir sind irgendwie, bin ich in die Hauptquest reingestolpert. Ich wollte ja eigentlich die Nebenquest machen mit diesem Ding da, was ich öffnen sollte. Wir sind irgendwie jetzt in die Hauptquest weiter reingestolpert, und zwar, ja, Campton. Wir sind in der Klinik von, Dr. Gar nicht so einfach, wenn man nebenbei noch redet. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich so vor mich hinquassle. Es ist eine ganze Weile her, dass ich die Chance hatte, mich mit einer Person direkt unterhalten zu können. Okay. Ich hätte unglaublich gerne den Schalldämpfer auf meiner Waffe. Das ist ein Zombie. Mahlzeit. Oh, okay. Zombie. Ja, wir sind jetzt schon bereits bei der Hauptquest. Und zwar sollen wir Dr. Campen ja die Forschungsdaten übergeben. Wir brauchen hierfür eine Schlüsselkarte, so wie es aussieht. Wobei, das ist hin. Hier sind schon die ersten Zombies wieder. Hier werden wir nicht auf Raismänner treffen, sondern hauptsächlich wahrscheinlich auf Zombies treffen. Wird, glaube ich, ganz interessant. Kann nur manuell geöffnet werden. Der Schalter ist sehr wahrscheinlich in der Sicherheitszentrale zu finden. Unterwegs. Oh, cool, das geht. Da komme ich nicht rein. Ich nehme an, dass das sogar die Schlüsselkarte ist. Boah. Okay. Wir müssen jetzt erstmal ein kleines bisschen suchen. Dann machen wir halt die Hauptquest weiter. Ich hätte wirklich zwar gerne eine Nebenquest gemacht, aber dann halt nicht. Wir nehmen auf jeden Fall aber wieder mit an Loot, was geht in dem, hier jetzt in der Klinik auf jeden Fall. Wir haben zwar Geld und so weiter, hätten wir mehr als genug, aber wir haben noch ein bisschen was anderes, was wir mitnehmen können. Wieso leuchten die Türen auf? Ah, Mahlzeit. Oh, da ist noch einer am Fressen. Guten.
Ich liebe diesen Fußtritt nach wie vor. Das ist einfach der beste Weg, um irgendwelche Zombies auszuschalten, wenn es nur einzelne sind. Man spart sich unendlich viel Munition und unglaublich viel Zeit. Da manche Zombies ja doch wirklich extrem hartnäckig sind. So, schade, dass ich hier nicht die ganzen Dinger aufmachen kann. Aber okay, hier müsste noch irgendwo eine Schlüsselkarte normalerweise dann rumfahren. Dann nicht verteilte Fertigkeit. Oh, Moment, wir müssen unsere Fertigkeitspunkte. Richtig, Inwendigkeit. Das sind sowieso noch extrem schlecht. Was haben wir denn? Was können wir denn noch haben? Fertig gehen beim Parcoursstoß mit dem Ellbogen. Haben Sie dafür. Na, das mache ich normalerweise nicht. Sie können sich sofort aus dem Angriff eines Beißers befreien. Die umtreten. Was haben wir hier? Wir können sie aus großer Höhe fallen und überleben. Drücken Sie C kurz bevor Sie den Boden um Verletzung. Ja, daran denke ich niemals. Wenn Sie während des Rutschens treten, na, könnte ich die Beine brechen. Ich glaube, wir nehmen das den hier. An das andere, dass ich noch irgendeine Taste drücke, kurz bevor ich auf den Boden aufschlag, beispielsweise. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Moment. Da haben wir's doch. Wollte gerade sagen, wo geht's denn jetzt bitte schön lang? Kann das sich da reinziehen? Okay. Also die hätten sie ein bisschen... Das Spiel ist ja mega detailreich animiert und allen drum und dran. Und die Grafik sieht wirklich mega gut aus. Allein schon hier diese Lichteffekte beispielsweise sind nicht übel. Aber die hatten die jetzt ein bisschen besser machen können. Also da die hätten sie am besten weglassen sollen. Die sahen nicht wirklich gut animiert aus, leider. So, wir sind drin. Mahlzeit. Das war ein Zombie, der wäre aufgestanden. Definitiv. So, hier liegt unsere Schlüsselkarte. Ja, ich habe von außen schon gesehen. Oh, ja mal, entriegelt sie die Türen? Können wir auch gleich mitmachen? Oh, das sind die hier. Gut, dass ich die... Gut, jetzt den Hauptflur hinunter. Das Labor befindet sich links. Zira und ich blieben in Haran, um ein Heilmittel zu finden. Und wer war ursprünglich zu unserem Schutz abgestellt? Kadir Suleiman, Rais höchstpersönlich. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Okay, ja, so langsam kommt Licht ins Dschungel. Ich bin schon mal froh, dass ich die anderen zwei da durch die Tür erledigt habe. Sonst wären jetzt, glaube ich, noch mehr hier reingekommen. Aber ich glaube, das werden nicht die einzelnen Zombies sein. Da ist schon wieder einer. Mal. Hallo? Mahlzeit. So. Wir nehmen allerdings loot-technisch, wie gesagt, alles mit, was geht. Das hier war... War ich das? Ich muss ein bisschen auf... Okay, nee, der ist... Hallo? Habt ihr das gerade gesehen? Ich konnte doch gerade durch den durchschießen. Wie bescheuert ist das denn? Mahlzeit. Mahlzeit. Die Türen hier werden sowieso alle aufgehen. Oh, oh. Oha. Huch. Ich war's nicht, ich war's nicht. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es gleich mehrfach explodiert, aber okay, umso besser. Dass ich durch den durchschießen konnte, war auch scheiße. Und da ist ein... Okay, da kann ich nicht durchschießen. Da ist ein großer Rammer drin. Die Tür wird definitiv aufgehen. Das ist ein Problem, ehrlich gesagt. Gute Frage. Ich nehme mal hier einen Monolith-Cocktail schon mal in die Hand. Sie müssen durch die Dekontaminierungskammer, um zum Labor zu gelangen. Der Eingang ist auf der rechten Seite. Nach dem Tod von Rais Bruder ging alles den Bach runter. Rais verwandelte sich von einem brutalen Kerl zu einem ausgewachsenen Psychopathen. Okay, wir kriegen jetzt hier auch noch ein bisschen Nebenstory wieder zu Rais mitgeteilt. Ist eigentlich ganz nett, das Ganze. Oh, Alkohol. Ist auch cool. Labor, wo Alkohol im Kühlschrank rumliegt, da arbeitet man noch gerne. So, ja, sehr viel technisches Zeug. Können wir eigentlich... Nee, das ist nur alles Deko. Schade, das hätten sie noch machen können. Wäre cool gewesen, wenn man hier wirklich sämtliche kleinen Flaschen und so weiter zu schießen kann. Ja, meckern mal wieder auf hohem Niveau. Das Spiel ist auch schon älter und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht ein zwingender Grund. Aber es wäre ganz nett gewesen. So, wir sollen... Sie müssen den Dekontaminierungsprozess durchführen, um die Türen zu entriegeln. Ja, das erfordert maximale Energiezufuhr und dafür brauchen wir die Generatoren. Begeben Sie sich zu den Büros. Dort erhalten Sie weitere Instruktionen von mir. Okay, ich kümmere mich. Zira und ich wurden von einem GRE-Agent... Hä, wo muss ich jetzt hin? Er war Ihnen sehr ähnlich.
Der Agent, der uns geholfen hatte, sollte gemeinsam mit uns evakuiert werden. Und das hat letzten Endes nicht geklappt. Und Zira und ich saßen hier fest. Seien Sie von hier an besonders vorsichtig. Dieser Teil der Einrichtung wimmelt wahrscheinlich nur so von Infizierten. Erreichen Sie den Bürobereich. Ich wette, dass das Ding gleich aufgehen wird. Ich wurde von den beiden getrennt, konnte es aber bis hier in die Klinik schaffen. Achtung, ich öffne die Tür. Ja. Gleich sagt er Hups. Oder? Zira und der Agent schlossen sich Bracken an, was ich auch getan hätte, aber ich hätte es nie zu ihnen geschafft. Ah, es tut mir leid, aber der einzige Weg in den Generatorenraum führt durch die Lüftungsschächte. Die Schächte führen zum Vorratsraum. Von dort können Sie den Flur und dann die Generatoren erreichen. Okay, gut, dass ich nicht aufgemacht habe. Da ist schon mal einer explodiert. Dann liegt auch noch irgendwas Gemüseartiges. Mahlzeit. So, wir holen mal die größere Wumme raus, da nämlich die Gegner, glaube ich, jetzt dann auch so langsam mal, aber sicher stärker werden. Ja, das war Mahlzeit. Mahlzeit. Jetzt. Okay, das ist cool. Aber ich habe doch gerade eben schon mal einen Kopf... Irgendwie, ich weiß nicht. Manche Zombies, denen ist es wirklich komplett scheißegal anscheinend, wenn man denen in den Kopf schießt. Aber okay. Es sind Zombies. Dass die ein bisschen widerstandsfähiger sind als andere, ist ja wohl logisch. Aber prinzipiell, so kopflos rumzurennen, schwierig. Okay, Lüftungsschacht. Wo ist denn hier Lüftungsschachtzugang? Da. Na toll. Ach so, der Kopierer. Okay, dann einmal wieder durch den Lüftungsschacht rumkriechen. Ich glaube, ich kann irgendwo auch hinten lang. Kann das, glaube ich, auch umgehen, den großen. Man kann ja die kleinen beispielsweise umgehen. Wo komme ich denn da raus? Das überhaupt? Nee. Okay, die PCs kann man abschießen. Nee, hier komme ich gar nicht raus. Schade. Moment. Hier ist der Dicke. Oder? Nee, Moment. Da hinten ist der Dicke. Ah, cool. Wenn ich von oben drauf schießen kann, wäre das ein extremer Vorteil. Auf die Gasflasche von den Jungs. Beziehungsweise... Jetzt. Hallo? Ganz ehrlich. Die brauchen normalerweise 10 Millionen Schuss, die Viecher. Jetzt waren es nicht mal 5? Willst du mich verarschen? So. Gleich wird's lustig. So liegt da einer. Okay, der ist definitiv tot. Au. Okay, das soll eigentlich fast alle Zombies ausgeschaltet haben. Hier komme ich nicht weiter, oder? Nee. Das ist wirklich nur, um den Großen, glaube ich, vorweg zu töten. Irgendwas ist hier strange. Weiß auch nicht. Okay, ein paar leben noch. Zwei höre ich auf jeden Fall noch. Aber wir können auf jeden Fall mal weitergehen. Es ist ein bisschen arg langsam. Aber wir sind auch geduckt, wo wir langlaufen müssen. Wir müssen in den Lagerbereich. Ich glaube allerdings auch nicht... Nee, Moment. Wie komme ich in den Lagerbereich? Ach nee. Doch, das ist richtig. Ich muss da außen rum. Sonst... Wieso? Hä? Pipi verläuft sich schon wieder. Und zwar gewaltig, so wie es aussieht. Kann ich hier eigentlich... Nee, treten kann ich nicht. Wegschießen kann ich es, glaube ich, auch nicht. Hier sind überall die Rohre im Weg. Wie soll ich da hinkommen? Da vorne ist ja noch... Oh, ach so, ja. Moment, hier lang, oder? Ah, die Rohre machen hier einen Knick. Okay, das muss man natürlich auch erstmal wissen. Einen höre ich noch, aber... Wow. Okay, ich sollte womöglich nicht da reinfallen. Okay, die Hammer. Das Problem ist, da unten ist Gift. Das heißt, wenn ich da jetzt reinfallen sollte, wäre es das, glaube ich, für mich. Da ist jener hier. Ja, genau zu mir natürlich. Gott sei Dank. Gift. Gift, Gift, Gift. Gift ist schlecht. Wie komme ich da hin? Da drauf. Sollte vielleicht mal... Komm, wir nehmen mal noch... Oha. Ja, wobei, solange ich nicht auf...
Okay, die Dinger reichen sogar schon. Und das Gift hält sie nur da auf. Sehr hübsch. Okay, dann können wir vielleicht noch ein bisschen irgendwas... Gibt es hier eigentlich noch Loot? Ich hätte gern irgendwie so Pakete oder irgendwas anderes Sinnvolles. Oh, cool. Hä? Moment. Wo geht's da hin? Und vor allem, wieso kann ich dann hier aufmachen? Ach, muss ich hier lang sogar? Kann das sein? Ich glaube sogar, ich muss hier lang, oder? Oh. Auf jeden Fall Gasflasche. Ja, komm. Wir schauen mal. Hallo, keiner zu Hause? Gut, dann halt so, meine Freunde. Ups. Ups. Ich glaube, ich hätte die aber am Leben lassen sollen. Ich glaube, da kommt noch ein großer, ein größerer. Irgendwie vertraue ich der Situation hier gerade nicht so richtig. Mahlzeit. Dann liegt nur einer. Dann müsste eigentlich da in dem Eck hier auch nur einer liegen. Ich würde auf jeden Fall eigentlich gern... Eine Machete? Cool. Sag ich doch. Müsste hier nämlich auch noch einer rumfliegen. Okay. Nee, die Tür geht nur von der Seite auf. Komm, wir machen die Tür schon mal auf. Die müsste jetzt dann in den anderen Lagerraum, wo ich gerade rein bin. Das heißt, das war wirklich richtig mit dem Gabelstapler. Bingo, das war wirklich richtig. Okay. Ich würde allerdings sagen, für die Folge war es das Ganze schon wieder. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge bei Dying Light wieder. Ich bin ein bisschen mit der Situation gerade ganz überfordert, aber okay, wir schauen mal. Wir brauchen auf jeden Fall, machen wir hier erstmal weiter. Hoffen, dass wir dabei nicht draufgehen, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Mir riecht das Ganze ein bisschen arg nach Falle, ehrlich gesagt, aber wir schauen mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mir noch ein Gefällt mir da und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Dying Light wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.